Mit Freitag vergingen die Tage auf der Insel viel schneller, leichter und fröhlicher. Wenn uns die Sonnenstrahlen in unseren Augen strahlten, erwachten wir und standen auf und begannen unser Tag. Jeden Morgen frühstückten wir Brot. Wir gingen jagen, da wir herausgefunden hatten, dass unser Essen fast fertig ist. Wir jagten Hasen und Gazellen, da sehr viele dieser Tiere auf der Insel lebten. Wenn wir lange keinen Fisch gegessen hatten, dann gingen wir morgens fischen. Oft habe ich gedacht, dass ich Freitag ein neues Wort lehren soll. Ich dachte dann nach und plötzlich fiel mir ein, was ich ihm beibringen könnte. Ich lehrte ihm das Wort Baum, um mit ihm Bäume fällen zu können. Um es leichter zu machen, habe ich auf einen Baum gezeigt und sagte mehrmals das Wort Baum. Vater lernt schnell und verstand, was Baum bedeutet. Wir waren so weit und bereiteten unsere Werkzeuge vor, wie Schaufel und Axt, und machten uns auf den Weg. Wir entdeckten 30 Bäume. Dabei gab es zwei Arten von Bäumen. Bäume mit dicken Stämmen und Bäume mit dünneren Stämmen. Die Bäume mit den dünneren Stämmen fällte jeder von uns alleine. Aber die Bäume mit den dickeren Stämmen fällten wir zusammen, da es dafür viel Kraft braucht. Nachdem wir die Bäume gefällt hatten, waren wir sehr müde und wir mussten uns ausruhen. Ebenso machte ich es mit dem Wort Fischen und Fisch. Damit Freitag das Wort Fisch lernte, leichter lernte, sind wir zum Meer gegangen und ich zeigte auf einen Fisch und sagte das Wort Fisch. Wie immer verstand und lehrte Freitag das Wort sehr schnell. Nachdem Freitag das Wort gelernt hatte, begannen wir zu fischen. Wir fischten 10 Lachsen, 10 Sardinen und 10 Krapfen. Das Fischen war nicht sehr schwer, denn Freitag war einer der Einwohner der Insel, die sehr geschickt beim Fischen waren. Wir benutzten Speere, um zu fischen. Wir nahmen die Fische nach Hause und taten sie in kaltes Wasser, damit sie sich hielten und nicht schlecht wurden. Mit den Bäumen, die wir fällten, bauten wir eine neue Hütte. Diese Hütte stand schon bald neben unser Haus. Diese Hütte wollten wir für die Pflanzen benutzen, damit sie nicht von der Sonne verbrannt werden. Mit den Fischen, die wir gefangen hatten, bereiteten wir vor dem Schlafen ein herrliches Abendbrot. Wir grillten ein paar Fische zum Abendessen. So vergingen unsere Tage.